Ja, wie war das damals eigentlich in der Antike? Wie haben sich die Menschen eigentlich damals verständigt? Dass das heute da ist, ist ja nicht einfach so da, denn dahinter steckt eine ganz, ganz lange Geschichte. Es wird spannend und wir tauchen jetzt ein ins klassische Altertum. Und ich sage herzlich willkommen an Herrn Dr. Beck. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Herr Dr. Beck, erzählen Sie mal, klassisches Altertum ist ja schon ein sehr besonderer Studiengang oder eine besondere Richtung. Was erwartet mich hier als potenzieller Studi? Nun, wir vertreten im Prinzip alle die Disziplinen, die sich beschäftigen mit dem römisch-griechischen Altertum, also dem Altertum des Mittelmeerraums, kann man sagen. Okay. Natürlich gibt es auch Römer mal in Deutschland, aber das ist nicht der Schwerpunkt, sondern es ist immer das klassische antike Altertum gemeint mit den Fächern Latein, Griechisch, klassische Archäologie und alte Geschichte. Also nicht nur Sprachen, sondern auch Geschichte und dann immer doch materielle Kultur. Ja, was fasziniert Sie denn ganz besonders? An unserem Studiengang würde ich jetzt sagen, ich bin selber Latinist, also eigentlich aus dem Bereich der Sprachen, aber an unseren Studiengängen, den meisten jedenfalls, wir haben ja mehrere im Angebot, Lehrämter und eben auch die Bachelor- und die Masterstudiengänge, fasziniert mich am meisten, dass wir es geschafft haben, das zu kombinieren. Also ich kenne es aus meinem eigenen Studium, dass das getrennte Disziplinen waren. Ja. Und wir haben es hier in Halle, und das ist auch schon eine Besonderheit, würde ich sagen, von Halle geschafft, Studiengänge anzubieten, die das kombinieren. Absolut. Und da wäre ich auch gleich schon bei meiner nächsten Frage. Wie ist denn der oder wie sind die Studiengänge prinzipiell so aufgebaut? Welche Kombinationsmöglichkeiten, weil Sie es gerade schon gesagt haben, gibt es denn? Ja, also wir haben das klassische Lehramt. Das gibt es aber natürlich nur, das ist ja immer so nur in den Sprachen, Latein und dann auch Griechisch. Und dann haben wir die Bachelor- und Masterstudiengänge, und da sind dann immer auch die alte Geschichte und die klassische Archäologie beteiligt. Und da haben wir, wie hier überall in Halle, die Einteilung in den Einfach-Bachelor. Das ist dann der 180er, wo man dann Latein, Griechisch, alte Geschichte und klassische Archäologie studiert, eine Grundausbildung bekommt und dann Spezialmaster, da können Sie dann wählen, drauf zu satteln. Und daneben haben wir dann die 90er, den 120er haben wir auch, aber nehmen wir mal die 90er, das ist, glaube ich, interessanter. Das ist dann dieser Kombi. Genau, das ist dieser Kombi, und den können Sie im Prinzip frei kombinieren. Das heißt, den müssen Sie jetzt nicht mit einer zweiten Altertumswissenschaft kombinieren, sondern den können Sie kombinieren im Prinzip frei, aber sinnvoll sind dann solche Fächer wie Geschichte, wie Philosophie, wie Ethik, also im Prinzip frei, aber es geht natürlich sinnvoller und wenig sinnvoller. Also, obwohl, ist das jetzt mal so, sehr interessant kann ja sein, je nachdem, was man machen möchte. Richtig. Wenn Sie zum Beispiel einen 120er Altertum machen und mit einem kleinen 60er, der irgendwie was mit Medienwissenschaften zu tun hat. Ja? Also Sie müssen sich auch immer fragen, was wollen Sie beruflich machen. Und da kann so eine Kombination, die auf den ersten Moment sehr komisch klingt, doch sehr interessant sein. Das heißt, man kann wirklich alles miteinander kombinieren, ob man eben sagt, man möchte diesen 120er, da studiert man das quasi groß und den kleinen dazu, miteinander kombinieren, je nachdem, wohin man vielleicht mal irgendwann möchte. Herr Dr. Beck, was kann ich denn generell einfach damit im Anschluss machen? Gibt es vielleicht irgendwelche Absolventen, die Sie noch kennen, die vielleicht irgendwann mal ganz artfremd untergekommen sind oder was ganz Besonderes gemacht haben? Also Lehramt ist natürlich klar. Ja, das ist dann auch, wenn Sie so wollen, die sichere Ebene. Aber kommen wir mal zu den sozusagen Kombistudiengänge. Da haben Sie natürlich neben dem klassischen Bereich Wissenschaft, aber vor allen Dingen dann auch den Bereich Museen, Galerien, Bibliotheken, Archive. Wir haben aber auch, wie Sie schon richtig vermutet haben, das ist aber im Prinzip ja schon immer so gewesen, bei Magisterstudiengängen, früher hieß das ja, und ist auch in anderen Fächern so, natürlich Leute, die einfach nur einen Hochschulabschluss haben wollen und dann unter Umständen noch was ganz anderes machen. Also zum Beispiel der Klassiker ist ja in sowas, wenn Sie Diplomat werden wollen, dann brauchen Sie irgendeinen Hochschulabschluss, möglichst eine Promotion und dann machen Sie noch eine andere Ausbildung. Aber um mal etwas konkreter zu werden. Also wir haben schon die verschiedensten, sagen wir mal, Biografien gehabt. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass wir mal einen Studierenden hatten, der dann ins Theater gegangen ist, der also als beratender Dramaturg tätig gewesen ist. Ja. Wow. Den Diplomaten hatte ich schon genannt, den hatten wir auch. Aber wir haben auch, was auch nahe liegt im Prinzip, Damen und Herren, die im Bereich sozusagen Fremdenführer gearbeitet haben, dann natürlich vor allen Dingen in Italien, Griechenland. Also all das sind Möglichkeiten, die im ersten Moment vielleicht nicht erwartet werden, wenn man... Ich wollte es gerade sagen, daran denkt man vielleicht so noch gar nicht, aber Sie haben die Möglichkeiten ja gut dargestellt, ist ganz toll. Und ich glaube, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten, wenn man einfach so für sich eine Nische dann auch entdeckt. Herr Dr. Beck, gibt es denn die Möglichkeit für Schüler oder so potenzielle Studis, da schon mal so reinzuschnuppern, sich das ganze Studium schon mal anzuschauen? Also wir haben
einmal, immer einmal im Jahr, meistens im Januar, wird auch an den Schulen beworben, einen Schnupperstudium-Tag, wo alle beteiligten Disziplinen unseres Hauses, also die vier Fächer, dann so exemplarische Lehrveranstaltungen anbieten, die natürlich ein bisschen spannend sein, was Besonderes darstellen sollen. Und daneben bieten wir auch immer die Möglichkeit, wenn die Praktika, die ja eigentlich berufsorientierend sein sollen, aber an der Universität ist natürlich klar, dass das dann halt der Besuch von Lehrveranstaltungen ist, da bieten wir dann auch eben halt immer diese 10 Tage, sind es ja glaube ich auch 14 Tage, die Möglichkeit an unserer Fächer über diese 14 Tage im Unterricht zu besuchen, mit Betreuung über die einerseits die Schulen, andererseits unseres Instituts. Und da kann man sich direkt an Sie wenden? Da kann man sich an mich wenden. Offiziell, man wird ja immer abgefragt, kann man sich eben halt an unser Sekretariat wenden, aber die leiten dann weiter an mich oder an meine Kollegen aus den anderen Fächern, also Griechisch, Latein und so. Je nachdem, Archäologie, für was man sich näher interessiert, verbindet dann das Sekretariat. Das ist eine tolle Sache, dass man sich das wirklich einfach vorab schon mal anschauen kann und eben auch so Möglichkeiten dann erfährt, die man vorher noch gar nicht so wusste. Herr Dr. Beck, interessant ist auch noch, wie sehen dann so die praktischen Phasen aus? Gibt es ein Praktikum? Gibt es vielleicht sogar die Möglichkeit, mal im Ausland ein Semester zu studieren? Oder ist das vielleicht sogar vorgegeben? Gibt es alles als Möglichkeit. In den Lehrämtern ist natürlich ganz klassisch Pflicht, die Schulpraktika. Ja, genau. Und in unseren Bachelorfächern, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also es gibt teilweise Pflichtexkursionen, teilweise eben halt freiwillige Exkursionen, die werden dann meistens über den Sommer in den Mittelmeerraum angeboten. Also das klassische, also Rom, Italien, Griechenland, Frankreich, Südfrankreich. Das sind teilweise, wie gesagt, Pflichtexkursionen. Ja. Das hat dann natürlich auch etwas Praktisches. Ja. Und teilweise sind es eben halt Möglichkeiten, die angeboten werden, die man nicht wahrnehmen muss. Das hängt von der jeweiligen Studienordnung ab. Tolle. Also das ist so das Praktische. Und bei den Archäologen gibt es dann manchmal sogar die Möglichkeit, vielleicht mal an der Grabung teilzunehmen. Ah, auch das spannend, ist aber unterschiedlich. Ja. Okay, da kann man sich ja dann auch einfach direkt an den Seminarleiter oder Dozenten wenden, richtig, der dann das alles nochmal genauer erklärt. Herr Dr. Beck, ich habe gehört, Ihnen ist ja auch die Gemeinschaft sehr wichtig und Sie veranstalten dann gerne auch mal intern im Institut so ein paar Sommerfeste, Winterfeste, um einfach die Gemeinschaft zu prägen. Ist das richtig? Ja, ich würde sagen, das ist eine der großen Stärken sogar dieses Seminars, weil wir eben halt alle in einem Haus sitzen, im Robertinum hier am Platz, sehr altes, traditionsreiches Gebäude. Und da hat sich natürlich dann auch so auch unter den Studierenden eine Gemeinschaft entwickelt, was sich dann auch ausdrückt in bestimmten, sagen wir mal, gemeinschaftlichen Festivitäten, also das klassische Sommerfest, was Sie angesprochen haben, von dem Sie anscheinend gehört haben. Und dann haben wir auch noch ein Dachbodenfest im Winter. Also das sind traditionelle Dinge, die jedes Studienjahr ablaufen. Das ist eine tolle Sache. Und Herr Dr. Beck, warum sollte ich unbedingt nach Halle an die MLU kommen? Naja, was ich schon sagte, das Tolle ist eben halt im Vergleich zu anderen Universitäten, dass das hier alles an einem Institut ist. Also ich kenne das noch, dass ich dann lange Wege hatte und hier haben sie eben halt alles, wenn sie Altertumswissenschaft studieren, in einem Gebäude. Der meiste Unterricht kann auch in dem Gebäude stattfinden. Wenn die Kurse etwas größer sind bei Vorlesungen, die dann für noch weitere Disziplinen angeboten werden, hier auf dem Universitätsplatz, in den größeren Hörsälen, aber alles ganz kurze Wege und vor allen Dingen auch Präsenzbibliothek. Also wenn Sie bei uns ins Institut kommen, können Sie jederzeit machen, haben Sie direkt alles vor Ort. Sie müssen da nicht extra nochmal in die UB laufen. Ja, also das ist, glaube ich, der große Vorteil, dass alles an einem Ort ist. An einem Ort, dass man einfach nicht so lange Wege hat und natürlich auch, das prägt ja die Gemeinschaft auch nochmal oder dieses Gefühl. Haben Sie so einen tollen Lieblingsort in Halle? Wo ich Sie es vielleicht sogar gut lernen. Ich persönlich bin gerne an der Saale. Das ist natürlich perfekt. Toller Ort zum Lernen, toller Ort, um vielleicht auch so ein paar Veranstaltungen außerhalb der Uni mit den ganzen Kommilitonen zu starten. Und ich glaube, auch das ist definitiv ein Punkt, um nach Halle zu kommen. Ich sage vielen, vielen Dank an Herrn Dr. Beck und natürlich euch viel Spaß im Bereich klassischem Altertum.